Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute haben wir das Roadmap Update, das letzte in diesem Jahr. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und kommt dann nachher gerne mit in den Stream um 16 Uhr. Geht's weiter mit Alpha 3.18. Heute unter anderem auf dem Plan steht der Gefängnisausbruch. Wir haben die neue Mission auf Orison, neue Flüsse auf Hurston zum Beispiel, das Racing gucken wir uns an, Cargo Refactor hat nochmal eine Rolle und noch vieles mehr, neue Locations und so weiter. Es ist einiges heute, was auf dem Plan steht. Und auch die Drake Vulture wird heute gezogen. Ne? Kommt dann also gerne mit rein ab 16 Uhr auf Twitch. Auch da ist der Link unten im angepinnten Kommentar. So, Roadmap. Es ist das letzte Roadmap in diesem Jahr, wie gesagt, das letzte Roadmap-Update. Und nun ja, sie sagen hier uns, dass es keine wichtigen Änderungen zu vermelden gibt. Aber es gäbe natürlich nicht dieses Video hier, wenn das stimmen würde. Tatsächlich gibt es einige sehr wichtige Änderungen zu vermelden, die uns CRG aber nicht sagen möchte. Jedenfalls nicht offiziell und nicht direkt gerne kommunizieren möchte. Was ich schade finde, aber dazu komme ich nachher nochmal. Bevor ich dazu komme, reden wir ganz kurz über die Zeitpläne fürs nächste Jahr, denn am 8. Februar ist das nächste Roadmap-Update geplant. Bisschen spät, meiner Ansicht nach, also ganzen Januar haben wir quasi nichts auf der Roadmap, was sich ändern soll. Aber gut, was sie hier machen wollen, sie wollen die Zeitpläne für die Upstream- und Downstream-Teams für das ganze Jahr 2023 fertigstellen und für 2019 die ersten Inhalte bereitstellen. Also immerhin geht es dann da in Richtung des nächsten Patches. 3.18 ist weiter auf dem PTU und soll nun anfangen, schreiben sie hier, 2023 auf die Live-Server aufgespielt werden. In der Roadmap selber ist 3.18 und 3.19 lustigerweise fürs erste Quartal hier eingeplant. Ne? Also ich denke mal, 3.18 wird dann vermutlich Mitte, Ende Januar live gehen, irgendwie so, je nachdem wie sie ihre Problemchen in den Griff bekommen. Und 3.19, da wird ja parallel dran gearbeitet. Das Team von 3.17 arbeitet quasi an 3.19 und 3.18 Team an 4.0 dann quasi oder an 3.20, werden wir noch sehen. Ich denke mal, das ist dann ein Patch für Ende März ungefähr. Das ist so der Plan, auf den wir uns da freuen können. Also es geht weiter voran, das ist schon mal die gute Nachricht. Und 3.18 sieht mittlerweile auch wirklich gut aus. Die Serverprobleme sind noch nicht behoben, aber schon deutlich verbessert worden. Ja, was sie uns aber nicht sagen, und das ist der zweite Part quasi des Roadmap-Updates, ist das, was sie uns nicht sagen. Sozusagen. Denn wir haben einige Änderungen und zwar dank des Shiny Trackers. Der Shiny Tracker ist das Ding hier. Ich verlinke euch das mal im angepinnten Kommentar. Schaut da gerne rein. Das ist von einem Citizen quasi, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dessen Hund übrigens gestorben ist am 3. Dezember, mein Beilertier, der Hugo, der arme Hund, ist leider verstorben. Der hat einen Bot geschrieben, also nicht der Hund, sondern der Typ. Und dieser Bot, der wertet quasi alle Änderungen vom Progress-Tracker aus, die uns CRG nicht mitteilt. Und die sind teilweise ziemlich wichtig, zum Beispiel auch heute. Und das ist das Ding hier. Hier kann man sich das angucken, sogar mit Bildchen und so weiter, alles wunderbar gemacht. Ist manchmal ein bisschen schwer zu lesen. Worum geht's? Zunächst mal die guten Nachrichten. Die RSI Galaxy wurde hinzugefügt im Progress Tracker. Das können wir mal kurz hier eingeben. Galaxy. Allerdings, achso, bei Deliveries muss ich natürlich gucken. Galaxy. Allerdings nur das Concept Art Team. Ich zoome mal hier so ein bisschen raus wieder, dass ihr besser sehen könnt. Das hat hier halt. Das hat hier Arbeiten vollführt, nämlich diese Konzeptarbeiten. Wir sehen aber, dass hier nichts, gar nichts geplant ist für den Release des Schiffes. Also es wird überhaupt gar nicht daran gearbeitet, nicht mal geplant daran zu arbeiten. Wir hatten ja das Q&A abgehalten gehabt und jetzt ist es quasi offiziell, an der Galaxy wird gar nicht gearbeitet. Jedenfalls nicht laut der Roadmap. Das ist quasi die schlechte Nachricht, also. Nun gut, dann eine gute Nachricht, an der Polaris wird gearbeitet und zwar soll im nächsten Jahr hier am 2.4. die Arbeit aufgenommen werden mit 4 Grafikern, die 44 Aufgaben erledigen sollen. Das heißt, hier geht es um Design, Kunst, Audio und Technik für die Implementierung der Polaris. Also, Daumen hoch, schön, wenn sich viele freuen, hoffen wir mal, dass sie die Arbeiten dann an dem Schiff nicht auch wieder zwischendurch irgendwie einstellen, aber zumindest ist mal ein Grafikteam dran. Das heißt aber nicht, dass das Schiff dann irgendwann bald kommt, sondern lediglich, dass sie eben, ja, sie haben sie erst vor kurzem gereworked, habe ich das Video dazu gemacht. Auch das verlinke ich euch, wenn ich es nicht vergesse, nochmal im angepinnten Kommentar, das Polaris Rework vom Konzept. Und die werden dann hier Dinge davon umsetzen. Dann gibt es ein neues, unangekündigtes Vehikel, was ja wahrscheinlich noch recht bald kommen wird, vermutlich. Denn die haben die Arbeiten aufgenommen Mitte November.
wurde jetzt nochmal rückwirkend hinzugefügt. Und ihr seht, da sind Konstrukteure mit dabei, Artists und so weiter, die hier einige Aufgaben übernehmen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wann das kommt. Es ist ein Vehikel, also nicht von dem Wort Fahrzeug hier jetzt in die Irre führen lassen. Es ist irgendein neues Vehikel. Werden wir sehen, was es ist. Im Gegenzug wurde aber auch hier im August schon... Nee, Quatsch, im August nicht. Das wurde jetzt hier entfernt, was quasi hier geplant war in dem Zeitraum. Ein unangekündigtes Vehikel. Vielleicht ist dasselbe. Das kann durchaus sein, dass sie hier nochmal verschoben haben. Das hängt vielleicht zusammen. Ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, genau, ist das jetzt hier oben raus. Wir wissen aber eh nicht, was es ist. Von daher, egal. So, die Pisces ist nicht so wichtig. Das wissen wir schon. Was wichtig ist, ist die Argo SRV. Da wurden die Arbeiten jetzt verlängert. Aber sind immer noch im ersten Quartal nächstes Jahr als Fertigstellung geplant. Ja, das heißt, ein bisschen runtergehen hier, das heißt, die war geplant für den 2.2. und ist auf den 23.2. verlängert worden. Wird wahrscheinlich nochmal verlängert werden dann. Wie gesagt, das ist ein Schiff für 3.19, was vermutlich dann da erscheinen wird mit den neuen Schiffstraktorstrahlen. Und da geht es also auch voran. Gucken wir mal, ob sie dann wirklich auch fertig wird. Jetzt kommen wir zur großen, ganz großen, schlechten Nachricht. Und dann will ich auch noch mal einen kleinen Meinungseinschub hier dazu kurz bringen. Wie ihr schon viele gelesen habt, die Banu Merchantman. Ja, das Enddatum wurde quasi geändert. Ja, also das Enddatum der Arbeiten. Die war eigentlich geplant bis 15. Juni nächstes Jahr. Wurde jetzt vorgezogen auf den 10.11.2022. Schauen wir mal ganz kurz dazu im Progress-Tracker rein. Merchantman, dann sieht das nämlich auch ganz eindeutig. Sie haben hier quasi noch vor Mitte November die Arbeiten eingestellt. Das heißt, mit anderen Worten, sie haben nicht nur darüber nachgedacht, die Einstellung zu machen, sondern sie haben es bereits eingestellt gehabt, als darüber gesprochen haben. So jedenfalls ist es so, das, was ich daraus sehe. Was ich wirklich extrem traurig finde, zumal es auch da kein Update gibt und jetzt kommt mein Meinungsanschub, da nicht böse sein. Im Newsvideo mache ich das ungern, aber hier finde ich es durchaus mal angebracht. Liebes CRG, wenn man ein Roadmap-Update macht und Dinge auf der Roadmap ändert, dann ist es nur logisch, dass man die Änderungen der Roadmap in das Roadmap-Update reinpackt. Warum fehlen diese Dinge, die wirklich wichtig sind, nicht nur für mich, ich sehe das eigentlich sogar noch recht gelassen tatsächlich, aber für ganz viele andere, warum stehen die nicht im offiziellen Roadmap-Update? Ohne Mist, das kotzt mich wirklich an. Das ist eine ganz schlechte und unangebrachte Kommunikationspolitik, hier zu sagen, es gibt keine wichtigen Änderungen zu vermelden in dieser Woche. Das ist eine fucking Lüge. Sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss. Das ist einfach hardcore gelogen, denn es gibt wichtige Änderungen. Zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass tatsächlich an der Merchantman nicht mehr weiter gearbeitet wird. Das finde ich durchaus relevant, denn das war bisher unklar, weil sie ja gesagt haben, wir überlegen, ob wir die Arbeiten einstellen oder nicht. So, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon oft hatten, Pressefilter, Marketingfilter, wie auch immer man es nennen will, dass solche Dinge nicht klar kommuniziert werden, deswegen muss ich das hier machen oder da muss es eben diese Shine-Tracker hier machen, dass die Community überhaupt darüber in Kenntnis gesetzt wird, denn niemand würde ja normalerweise oder kaum einer würde hier den Progress-Tracker durchforsten jeden Tag und irgendwie diese Änderungen rausfriemeln. Ne? Deswegen geht ein großes Dankeschön an diesen Shiny-Tracker hier raus und ein großes Nicht-Dankeschön an CRG für quasi nichts. So. Meinungseinschub vorbei, wollte ich nur kurz loswerden. Ihr könnt ja eure Sicht dazu gerne in die Kommentare reinschreiben und mal gucken, was ihr dann davon haltet. Bounty Hunter V2 wurde ebenfalls verschoben, war eigentlich geplant quasi zu machen bis zum 28.03.2023, würde jetzt auf den 11.05. verlängert, also wird nicht mehr mit 3.19 kommen, sondern erst mit, weiß ich nicht, 3.20 oder 4.0 wird man sehen. Ja, Cargo Effector haben sie nochmal eingeplant mit dabei, das Salvaging ist mit dabei, die Corsair, das wissen wir alles schon, die Erpelschneider ist auch mit dabei, Greger SDV, das ist aber alles nur, was sie quasi nochmal angepasst haben von der Timeline her, das ist jetzt keine relevante Änderung. Was hingegen relevant ist, das Enddatum der Hull C wurde vom 15.12. diesen Jahres auf den 23.02. verlängert. Auch das ist wieder ein Thema, genauso wie bei der Merchantman oder bei anderen Dingen. Warum steht das hier nicht drin? Wieso kann man nicht schreiben, dass man das verlängert hat? Das ist doch eine wichtige Info für die Hull-C-Besitzer. Also Hull-C wird weiter daran gearbeitet, aber eben ist kein Inhalt mehr von 3.18. Das wissen wir jetzt mittlerweile durch den PTU, aber hätte ja sein können. Ne? Wird erst mit 3.19 dann kommen.
So. Ansonsten, der Rest ist jetzt nicht weiter tragisch, ehrlich gesagt. Das meiste ergibt sich von selbst. Sie haben hier ein bisschen am Ressourcenmanagement rumgefummelt. Den Lynx Rover haben sie auch leicht verlängert von 2.3. nächstes Jahr auf 30.3. Naja, eben auch für 3.19. Die physikalische Waffenhandhabung wurde auch ein bisschen verlängert vom 16.2. auf den 30.3. Also man sieht schon, dass sie hier viele Sachen quasi einfach ans Ende des Quartals 2023 gepackt haben, weil sie es halt eher nicht schaffen und das nochmal nachjustiert haben. Das ist aber jetzt keine große Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, und ansonsten ist das eigentlich alles so sonst in Ordnung, alles wunderbar. Keine großen Sachen sonst mehr hier vorhanden. Aber ihr seht, und das ist halt wirklich das Problem, wir kriegen leider nicht die Wahrheit von CRG, sondern wir kriegen immer nur die gepolischte Wahrheit und das sollte sich wirklich dringend nochmal ändern, denn ansonsten ist so ein Roadmap-Update hier völlig useless, wenn da nicht das drinsteht, was sie geupdatet haben. Ja? Ich mache ja auch kein News-Video und sage dann, ich habe heute keine News. So, es sind ja News da. So, naja, ist auch egal. Wollte ich nochmal loswerden. Wir sehen uns heute um 16 Uhr auf Twitch mit 3.18 und diversen neuen Dingen. Und vergesst nicht am Freitag dann den Weihnachtsstream oder die Weihnachtsshow mit ganz vielen tollen Gästen. Schaut gerne mal in den Trailer rein, der ist auf dem YouTube-Channel online. Mit einem RTX 3090 Giveaway und mit einem Master-Set der RSI Galaxy mit allen Modulen. Und ebenfalls LTI. Wir haben musikalische Begleitung, wir haben jede Menge coole Themen, wir haben alles. Wir haben auch Kekse, Kaffee und alles, was ihr trinken wollt. Es ist für jeden was da, wird großartig. Danke fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bin ich gespannt auf euer Feedback und dann sehen wir uns nachher um 16 Uhr auf Twitch. Bis dahin und ciao. Down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now you're forecasting.